Großbritannien Rezession. Die Wirtschaft in Großbritannien steht vor einer Rezession. Die schrumpfende Wirtschaft soll das gesamte nächste Jahr anhalten. Britische Inflation liegt zurzeit bei 11,1%. Die steil ansteigende Inflation hat die britische Wirtschaft schon im Jahr 2022 in den Würgegriff genommen. Die Hoffnung war in den Unternehmen und der Industrie ungebrochen vorhanden, im nächsten Jahr mit sinkender Inflation und steigender Wirtschaft zu rechnen. Diese Hoffnung wurde durch die neu veröffentlichten Prognosen ein Dämpfer versetzt. Das Wirtschaftswachstum in Großbritannien steuert im Jahr 2023 auf eine Rezession zu. Die Ökonomen kommen zu dem Ergebnis, dass in Großbritannien mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4% zu rechnen ist. Die Wirtschaftsexperten rechnen außerdem damit, dass sich diese Entwicklung auf das gesamte Jahr 2023 bezieht und bis zum Dezember keine wirkliche Verbesserung in Sicht ist. Die Industrie ist gleich dreifach belastet. Die britische Industrie sieht sich derzeit drei großen Herausforderungen gegenübergestellt. Die erste und dringendste Herausforderung stellen wie in Deutschland die steigenden Energiepreise dar. Die Kosten für die Produktion steigen, weshalb auch Preissteigerungen für die Waren mittlerweile nicht zu vermeiden sind. Gleichzeitig taucht die zweite Hürde auf, die Inflation frisst die Kaufkraft der britischen Bevölkerung auf und reduziert die Nachfrage nach Produkten. Letztendlich belastet auch der Brexit die Industrie bis zum heutigen Tage. Die umständlichen Zollbestimmungen erschweren den Handel mit europäischen Ländern und haben schon vor dem Jahr 2022 zu einem Umsatzrückgang bei Unternehmen in England geführt. Potenzielle Schließungen von Pubs treffen die Briten besonders hart. Für Schlagzeilen sorgen in den britischen Medien Hunderte von Pubs, denen in diesem Winter die Schließung droht. Zahlreiche Inhaber von Pubs sind Pächter, die sich aufgrund der steigenden Energiepreise mit höheren Mietpreisen wiedergefunden haben. Die meisten Pubs müssen zudem mit 20% weniger Einnahmen rechnen, da einem hohen Prozentsatz an Gästen das Geld für einen regelmäßigen Besuch mittlerweile fehlt. Ihre Begegnungsstätten in Gemeinden zu verlieren, ist eine Entwicklung, die auch einen wachsenden Pessimismus unter der Bevölkerung schürt. Das sind nicht so schöne Aussichten für unsere englischen Freunde. Wir bleiben am Ball für Sie. Schön, dass Sie reingeschaltet haben. Über ein Like, ein Kommentar und ein Abo, das ist kostenlos bei YouTube, würde ich mich sehr freuen. Dankeschön, bleiben Sie gesund und erfolgreich im Winter.